Ja, was ist eigentlich das Dramatische an Pensionsrückstellungen? Pensionsrückstellungen als solche sind grundsätzlich nicht dramatisch und sind auch immer noch eine sinnvolle Einrichtung, wenn man weiß, wie gestaltet und für welchen Zweck und wie welche Zusageform, also beitragsorientierte Zusagen. Ja, die Dramatik von Pensionsrückstellungen gibt sich vor allem durch das sogenannte Auflösungsrisiko. Das Auflösungsrisiko ist eine Situation, die eintritt, wenn der Berechtigte verstirbt. Pensionsrückstellungen sind ja auf eine sehr lange Lebenserwartung kalkuliert. Stirbt der Bezugsberechtigte, kommt es in der Regel zu einer hohen Auflösung und damit auch zu einer hohen Steuerzahlung. Das ist etwas, was meistens übersehen wird. Eine sehr elegante Lösungsmöglichkeit ist hier die pauschal dotierte Unterstützungskasse, die Auslagerung von Rentnern. Ganz vereinfacht gesprochen wird hier das Wort Pensionsrückstellung in der Bilanz gestrichen und durch das Wort Verbindlichkeit ersetzt. Es gibt natürlich immer kleine Differenzen, manchmal mehr Verbindlichkeit, manchmal etwas weniger. Aber eine Rückstellung, die sich im Todesfall auflöst, wird durch eine Verbindlichkeit ersetzt, die im Todesfall zu keiner Auflösung, damit zu keinem Ertrag kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um hier unerwartete, überraschende Steuerabflüsse im Todesfall zu vermeiden. Da gibt es übrigens von mir auch einen interessanten Artikel zur Dramatik der Pensionsrückstellung, also zum Thema Auflösungsrisiko, bei Interesse einfach gern anfordern unter www.sdb.bayer@fels.de. Jederzeit gerne diesen Artikel per Mail.